Heute ist der Europäische Datenschutztag. Ein wichtiger Tag, der uns daran erinnert, dass auch, dass gerade im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Digitalisierung, die Daten persönliches Eigentum sind und die Privatsphäre geschützt werden muss. Es ist jetzt fast ein Jahr her, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, mit der viel erreicht worden ist, wofür gerade Freie Demokraten gekämpft haben. Das Recht auf Vergessenwerden im Internet, das Recht darauf, dass Daten, die über einen gespeichert sind, berichtigt werden, eine bessere Aufsicht darüber, wann, wie und unter welchen Umständen Daten in andere Länder verschickt werden, wie zum Beispiel China oder Amerika. Also mit anderen Worten, eine ganze Reihe von Dingen, die wir erreicht haben. Trotzdem, es bleibt viel zu tun. Der Staat, große Konzerne sammeln nach wie vor Daten in riesiger Menge. Wichtig ist, dass jeder Einzelne weiß, was mit den eigenen Daten passiert und die Chance hat, die informationelle Selbstbestimmung, den Schutz der eigenen Privatsphäre so zu gestalten, wie man das selber will. Das ist ein Grundrecht im digitalen Zeitalter, für das Freie Demokraten kämpfen werden. Deswegen gilt für uns Netz erst recht.